In der Geschichte des Christentums spielen die Bischöfe von Rom eine besondere Rolle. In der Spätantike ist allerdings noch keine herausgehobene Position dieses römischen Bischofs erkennbar. Das ändert sich ab dem 5. Jahrhundert, als von ihnen der offizielle Titel Papst, nach griechisch Papas, lateinisch Papa für Vater, angenommen wurde. Zuvor war das der Ehrentitel aller Patriarchen und Bischöfe des Orients. Maßgeblich dafür ist das sogenannte Felsenwort aus dem Matthäusevangelium. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam, et dividabo claves regnit celorum, et quod cumque ligavaris super terram, erat ligatum et in celis, et quod cumque solvaris super terram, erat solutum et in celis. Das Felsenwort steht auch in der Kuppel des Petersdoms über dem Petrusgrab in großen Lettern geschrieben. Der Apostel Petrus scheint auch einige Zeit in Rom gewirkt zu haben. Gerade das Grab des Petrus wird von keiner anderen Kirche beansprucht. Die Interpretation dieses Evangeliumstextes birgt allerdings Konfliktpotenzial. Beziehen sich diese Worte nur auf Petrus selbst oder auch auf seine Nachfolger? Ist es nur ein Ehrenvorrang oder ist Petrus damit ein Vorgesetzter? Im Laufe des Frühmittelalters hat sich der Primat des Papstes herausgebildet. Vor allem steht ihm die höchste Lehrautorität zu, auch wenn der Anspruch der Unfehlbarkeit in religiösen Fragen erst am ersten Vatikanischen Konzil 1870 formuliert wurde. Im Prinzip ist der Papst der oberste Vorgesetzte aller katholischen Kleriker. Dazu gehört das Bild, dass seine Diözese die ganze Welt umfasse, während die übrigen Bischöfe nur Oberhirten in ihrem Gebiet sind. Dem Papst obliegt heute auch die Einsetzung aller Bischöfe, was im Mittelalter, insbesondere im Frühmittelalter, noch nicht vorhanden war. Vor allem, da lange eine Bischofseinsetzung nur in Zusammenwirkung mit der weltlichen Macht möglich war. Eine Einschränkung hat der Papst allerdings. Vom Weihegrad her ist er nur ein Bischof wie jeder andere. Eine eigene Papstweihe gibt es nicht. Prinzipiell muss er vorher auch gar nicht Kardinal gewesen sein, nicht einmal Priester. Prinzipiell kann jeder männliche Katholik Papst werden. Ein weiterer pragmatischer Ursprung des Primats des Papstes ist Rom selbst. Die frühe Kirche organisiert sich gemäß den Strukturen des Römischen Reiches. Der Bischof einer Provinzhauptstadt hatte die Oberaufsicht über die anderen Bischöfe in dieser Provinz. Er gilt als Erzbischof bzw. Metropolit. Der Bischof der Reichshauptstadt Rom hat demgemäß auch die Führungsposition über alle Metropoliten im Reich. Auch die Faktenlage hat sich im Frühmittelalter stark geändert. Gab es am Ende der Antike noch 5 Patriarchen in Rom, Jerusalem, Antiochien, Alexandrien und Konstantinopel, so sind mit dem Vordringen des Islams nur noch Rom und Konstantinopel von Relevanz. Daraus und aus der Rom-Tradition hat sich bei beiden der Führungsanspruch herauskristallisiert.